Herzlich willkommen zu unserem Gesellschaftsbarometer. Mein heutiger Gast, Professor Gerhard Rabert, kennt die Armut der Menschen in Deutschland nicht nur aus Büchern, sondern aus seiner mobilen Arztpraxis für wohnungslose Menschen in Mainz. Der Schwerpunkt unserer heutigen Sendung liegt nicht in Deutschland, sondern in den afrikanischen Ländern Liberia, Äthiopien, Angola und Kenia. Professor Trabert kennt auch hier die Sorgen und Nöte der afrikanischen Menschen. Ich will unter anderem von ihm wissen, wer die Verantwortung für die weit verbreitete Armut der Menschen in Afrika trägt. Herzlich willkommen, Herr Professor Trabert, dass Sie bei uns sind. Schönen Dank dafür. Ja, gerne. Ja, wie unterscheidet sich denn die Armut in Deutschland mit der von Afrika? Was ist da anders? Ja, das werde ich häufig gefragt auch. Und häufig schwingt bei dieser Frage mit, in Afrika ist doch eine existenziell bedrohliche Armut, aber in Deutschland ist das doch nicht so. Also ich plädiere häufig dafür, nicht zu vergleichen. In Deutschland haben die Menschen zu essen, sie haben teilweise kein Dach über dem Kopf. Das ist ja genau das Arbeitsfeld, wo ich mich auch engagiere. In Deutschland ist es häufig so, dass die Menschen aufgrund ihrer sozioökonomischen Situation nicht mehr am normalen Leben wirklich teilnehmen können. Dass sie durch die Transferleistungen, also das Arbeitslosengeld 2 und das Sozialgeld, zum Beispiel für Ernährung wenig zur Verfügung haben. Also wenn ich alleinerziehend bin, 45% der Frauen in Deutschland sind alleinerziehend und sind von Einkommensarmut betroffen. Und ich habe ein 5-jähriges Kind, dann habe ich für dieses Kind nur 2,80 Euro zur Verfügung für Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Mhm. Also die Partizipationsmöglichkeiten sind sehr eingeschränkt in Deutschland. Das macht was mit der Psyche. Wenn man arbeitslose Menschen vergleicht mit Erwerbstätigen, ist die Selbstmordrate 20-fach höher bei Arbeitslosen in Deutschland. Und jetzt komme ich nach Afrika. Mhm. In Afrika wird sich niemand umbringen, wenn er keinen Job hat, weil 60-70% sind arbeitslos. Mhm. Aber bei uns tut man das, weil man sich sehr stark damit identifiziert. In Afrika ist mit Sicherheit die Armut ausgeprägter. In diesem Kontinent sind über 40% der Bevölkerung von extremer Armut betroffen. Man spricht dann von absoluter Armut. Das heißt, man hat nicht genügend zu essen, man hat keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, man hat keine Chance, in die Schule zu gehen. Das ist natürlich wesentlich extremer. Bei uns ist die psychische Belastung, von Armut betroffen zu sein, eine andere und hat eben auch diese existenziell bedrohlichen Facetten. Sie haben jetzt gerade jetzt ein neues Buch geschrieben, dass Sie wollen mit diesem Buch erreichen, dass hinter diesen Zahlen, dass da wirkliche Geschichten, also erlebte Geschichten der Menschen uns allen näher gebracht werden. Das war so die Intention, ne? Ja, genau. Das Buch heißt ja Der Straßendoc. Und das beschreibt meine Begegnungen in Deutschland mit von extremer Armut betroffenen Menschen. Das sind wohnungslose Menschen. Und sie haben keine Lobby in unserer Gesellschaft. Sie werden auch nicht wirklich angehört. Und es bestehen immer noch sehr viele Vorurteile gegenüber wohnungslosen Menschen. Und in diesen Geschichten möchte ich einfach den Weg in die Wohnungslosigkeit transparent beschreiben, dass es häufig Schicksalsschläge sind. Der Verlust von einem geliebten Menschen, von der Ehefrau, vom Ehemann, dass Kinder gestorben sind, dass man mit ansehen musste, wie sie vor einem auf dem Zebrastreifen überfahren wurden. Mhm. Das ist eine Geschichte von Gernot, dass Frauen als Kind missbraucht wurden und dann entwurzelt sind und in die Wohnungslosigkeit geraten sind und vieles mehr. Also dem so anonymen Gesicht der extremen Armut ein Gesicht zu geben und damit zu sensibilisieren. Und in Afrika, ich meine, Sie haben ja gesagt, dort herrscht, ist ja eine ganz andere Armut, auf eine andere Art und Weise. Also ich denke, viele afrikanische Menschen haben auch kein Dach über dem Kopf, also kein festes Dach über dem Kopf. Wie wird denn da damit umgegangen? Also wie läuft denn das ab? Also ich meine,
wohnungslose Menschen hier in Deutschland, die kennen wir ja so, also das geflügelte Wort, dann schläfst du unter der Brücke oder so. Ja. Wie läuft das in Afrika, in den Ländern, die Sie besucht haben? Beispielsweise, ich nehme jetzt mal Liberia. Mhm. Wenn eine liberianische Frau oder Mann kein Dach über dem Kopf hat, was passiert da? Wie geht das da ab? Da passiert an sich gar nichts, weil es keine wirklichen strukturellen Hilfsmöglichkeiten gibt. Das ist ja das Phänomen, dass Afrika, ich sage immer, der vergessene Kontinent, weil dort die Armut so dicht an Europa herrscht, weil Europa mitverantwortlich ist für diese Form der Armut durch die Kolonialzeit und auch jetzt noch durch die Handelsverträge. Die nennen sich dann Freihandelsverträge, interessanterweise. Also ich möchte Sie kurz unterbrechen, weil da hat mein letzter Gast, den ich hier hatte, hat ein Buch geschrieben, Die Diktatur der Märkte. Und jeden und jede, die es interessiert, kann in einem wirklich sehr kompakten Werk sich über Ross und Reiter von, ich sage jetzt mal, Armutserzeugung sprechen. Also da wird viel über Freihandelsverträge gesprochen, aber auch wie das so eingeht in die EU-Politik und so weiter. Also ich kann dieses Buch Diktatur der Märkte von Klaus Buchner wirklich empfehlen. Da muss man sich nicht durch einen Meter Schrankwand lesen, um sehr schnell zu bestimmten Ergebnissen zu kommen. Sagen Sie, Sie haben ja jetzt gesagt, die Armut ist anders und wird auch wahrscheinlich anders erlebt. Ist sie auch ausgrenzend, so wie hier in Deutschland? Ja, da muss man auch differenzieren. Also einmal gehört Armut in Afrika leider irgendwie dazu. Viele Menschen sind davon betroffen. Insofern ist das nicht so etwas Exotisches wie bei uns. Mhm. Aber dennoch ist natürlich die Armut sehr extrem. Und auch bei den Menschen, die von Armut betroffen sind, gibt es Unterschiede. Dass immer noch Menschen, die HIV-positiv, die an AIDS erkrankt sind, ausgeschlossen werden. Dass es viele Kinder gibt, die in extremer Armut leben. Straßenkinder, die überhaupt keine Lobby haben, die von der Polizei häufig misshandelt werden, zum Teil auch getötet werden, ohne dass das irgendwelche rechtlichen Konsequenzen hat. Also auch da gibt es eine Hierarchie der von Armut betroffenen Menschen, dass sie ausgegrenzt, ausgesetzt werden. Ich möchte aber ganz kurz, ich finde das sehr gut, dass Sie dieses Buch gezeigt haben, weil wir hören immer wieder, Afrika ist ein korruptes Land und das ist zum Teil selbst verschuldet, diese Armut und dieses nicht aus dieser Armut wieder herauszukommen. Ja, es gibt Regierungen, die korrupt sind. Das gibt es übrigens auch in Europa. Aber Europa nach der Kolonialzeit unterdrückt diesen Kontinent immer noch. Und das wird ja gerade durch diese Freihandelsabkommen deutlich, dass Europa brutal die eigenen Wirtschaftsinteressen den Ländern in Afrika aufdrängt. Kenia hat zum Beispiel versucht, dagegen vorzugehen. Sie haben gesagt, wir unterschreiben dieses Abkommen nicht, weil es zu einer Benachteiligung unserer Bevölkerung, unseres wirtschaftlichen Aufschwungs führt. Und dann haben die Europäer kurz mal die Entwicklungshilfe eingestellt für dieses Land und dann haben sie sich dem gebeugt. Um das nochmal transparent zu machen, es ist ein Klischee, aber es ist auch eine Realität. Wir exportieren unser Hühnerfleisch, das, was wir hier nicht mehr verwerten und nicht mehr gebrauchen können. Und damit ist der kleine Hühnerfarmer in Angola, in Liberia, in Äthiopien, der hat keine Existenzgrundlage, weil dieses importierte, aus Europa importierte Hühnerfleisch billiger ist als das, was er produziert. Ja, und das sind strukturelle Ausbeutungsstrategien immer noch von Europa. Und das macht mich auch ein Stück weg wütend, weil wir darüber zu wenig diskutieren. Als es um TTIP und das Handelsabkommen mit USA ging, da waren alle auf der Straße und haben dagegen demonstriert. Dass Europa weiterhin systematisch Afrika ausbeutet, darüber wird nicht demonstriert und diskutiert. Und wenn die Menschen dort, weil sie keine Grundlage haben, dann nach Europa fliehen, dann lässt man sie im Mittelmeer ertrinken.
Ja, also diese Volkswanderung, die da entstanden ist, also zumindest, ich weiß nicht, ob Sie mir das bestätigen können, also zuvor habe ich eine Nachricht gehört, das wurde aber auch gar nicht so groß. Es wurde zwar gesagt, also dass die UNO die Versorgung, also die Essensversorgung in bestimmten Lagern und sogar, ich glaube sogar in Syrien, dass sich dort die Essensrationen halbiert haben, weil irgendwie nicht genügend Geld geflossen ist in deren Töpfe. Und dass dadurch, also ist ja klar, wenn ich meine, das war ja vorher schon kein gefüllter Teller, also, also kein, und dann kann ich mir schon vorstellen, also niemand begibt sich gerne in Gefahr. Also ich denke, das ist auf der ganzen Welt so. Menschen werden erstmal bei ihren Familien bleiben wollen und in ihrer Region bleiben wollen, weil sie das kennen. Alles, was ich nicht kenne, ist eine Gefahr für mich, egal. Ob es im Westen ist, im Osten, im Süden, im Norden. Und diese Menschen zu so etwas quasi zu zwingen, also ökonomisch zu zwingen, weil wenn ich verhungere, ich meine, dann muss ich was tun oder ich verhungere eben. Aber, und dann begebe ich mich auf das Wasser, werde, wenn es ganz dumm läuft, von irgendwelchen Menschenhändlern gekapert und muss dann Frondienste hier leisten, damit die sich ihre Taschen füllen. Ja. Letztlich ist das ja so. Und ich meine, das sind ja keine freien Menschen, wenn die hierher kommen. Jedenfalls in der Mehrzahl wohl nicht. Und das ist für mich auch so ein wirklich, ich weiß gar nicht, ob das modern ist, aber es ist auf jeden Fall ein Sklavenhandel. Natürlich ist es ein Sklavenhandel. Ich denke, es ist nochmal wichtig, dass wir uns auch immer wieder bewusst machen, warum fliehen die Menschen. Sie fliehen nicht, wie Sie gesagt haben, weil das irgendwie schön ist und attraktiv ist und weil hier das Paradies ist in Europa, sondern weil in ihrer Heimat die Hölle herrscht. Sie fliehen vor Kriegen, vor Bürgerkriegen. Sie fliehen vor existenziell bedrohlicher Armut, weil sie keinen Zugang zu Wasser, zu Nahrung, keine Bildungschancen haben. Und sie fliehen zunehmend vor einer Umweltkatastrophe. Wir hatten im vergangenen Jahr die größten Dürreperioden, die es jemals gab. Im Sudan, in Äthiopien, in Liberia, also in ganz unterschiedlichen Regionen. Und das muss uns immer wieder bewusst sein. Das sind die Gründe. Und dann, wir wissen gar nicht, wie viele Menschen wahrscheinlich in der Sahara schon gestorben sind. Ja, und dann fliehen sie an die Nordküste Afrikas, werden dort misshandelt von vielen Schleppern. Und wenn sie dann auf einem Boot sind, und ich war ja mit der Sea-Watch und mit Rescue Ship, zwei deutschen Hilfsorganisationen im Mittelmeer, und dann ist es wirklich unheimlich gefährlich. Viele sterben dort, weil es kein Rettungskonzept, ein europäisches, gibt. Und weil man die zivilen Seenotretter auch noch kriminalisiert in Europa. Und da sterben viele, gerade Afrikaner, die versuchen, in Europa Geld zu verdienen, um damit ihren Familien die Existenz zu sichern. Und wissen Sie, das ist so skurril. Wir sind mitverantwortlich für diese Armut. Und wir beschuldigen jetzt die Menschen, dass sie nach Europa kommen, weil es so extrem Armut dort gibt. Und dann lassen wir sie im Mittelmeer noch ertrinken und nehmen sie auch nicht hier wirklich wertschätzend und respektvoll auf. Also, dass wir, also ich glaube, die normalen Bevölkerungen in ganz Europa wollen nicht, dass Menschen ertrinken. Also ich denke... Das glaube ich auch, das hoffe ich zumindest, ja. Ja, ich bin mir, glaube ich, ziemlich sicher, dass das so ist. Es sind bestimmte, ich sage jetzt mal, Gruppierungen von Machteliten, die das befeuern und vor allen Dingen, die auch am Hebel sitzen. Und am Hebel sitze ich da, wo ich was bewegen kann und... Und es ist klar, es geht für die Bevölkerungen weltweit geht es einfach in eine falsche Richtung. Also egal, selbst in Amerika läuft es total schräg. Also und die Frage ist,
wie immer eine Frage. Klar, es gibt nicht überall in allen Ländern demokratische Verhältnisse, aber selbst wir haben ja in unseren vermeintlich demokratischen Verhältnissen ein Problem, Frau Merkel beispielsweise zu sagen, okay, also wir haben hier auch ein paar Produzierende, ja, und die verdienen nicht schlecht am Streit, nenne ich es jetzt mal ganz schwach, dass sich verschiedene Länder eben militärisch auseinandersetzen. Und dann kann ich auch nicht zu Frau Merkel hingehen und sagen, ach Frau Merkel, bitte halten Sie da ein und lassen Sie es nicht zu, dass Waffen... Könnten wir schon versuchen. Also gut, das ist in der Selbstverantwortung der Wirtschaftskonzerne, aber die Politik kann natürlich schon hier Grenzen ziehen. Und da versagt die deutsche Politik. Also jetzt sind weiterhin Waffen bei dem völkerrechtswidrigen Überfall der Türkei in Nordsyrien, in der Rojava-Region, sind deutsche Leopard-Panzer im Einsatz. Und das ist ein Kriegsverbrechen, was von diesem NATO-Partner begangen wird. Und Deutschland bekommt es nicht hin, ein Waffenembargo zu verwirklichen. Was Afrika angeht, Deutschland ist ja mittlerweile der viertgrößte Waffenexportierer weltweit. Also auch unser Reichtum basiert auf diesem Wirtschaftsgebaren. Und wir haben in Afrika unheimlich viele Kindersoldaten, wahrscheinlich bis zu 500.000. Und das ist auch deshalb der Fall, weil die Waffen immer leichter zu bedienen sind. Und ich brauche keinen großen Kraftaufwand, um eine Waffe zu benutzen. Und insofern ist unsere Waffenindustrie und unsere offizielle unsere Handelsabkommen, die diese Waffenexporte genehmigen, mit an dem Tod von sehr vielen Menschen schuldig. Und das muss, denke ich, noch mehr an die politischen Parteien, an die Führungselite auch unseres Landes herangetragen werden. Ich glaube, momentan sind wir in der Situation, dass noch nie so häufig Menschenrechte in Demokratien gebrochen wurden wie in dieser Zeit. Und da sind wir alle gefragt zu sagen, das ist nicht das, was wir wollen. Ja, also ich weiß nicht, mir fällt jetzt, es gibt zwar natürlich verschiedene Organisationen, die sich für Frieden einsetzen, das ist klar, aber ich glaube wirklich, hier werden die Kirchen wirklich mehr gefragt. Also die Kirchen hätten hier eine Aufgabe und da könnten sie auch verlorene Reputationen zurückholen, indem sie dafür wirklich eintreten, dass es eben keine Waffenlieferung mehr geben soll. Also dann die Kirchen machen etwas, aber ich würde auch zustimmen, sie machen noch zu wenig. Also sie haben hier immer noch eine große Machtpotenzial und die Führungspartei oder die Partei, die die Kanzlerin stellt, hat ein C in ihrem Logo. Und ich frage mich manchmal, ob das, was hier offiziell als Politik betrieben wird, ob das noch was mit christlich zu tun hat. Und da würde ich mir von den Kirchen wünschen, dass sie da klarer sich abgrenzen, klarer Kritik äußern und klarer für Werte und Menschenrechte sich einsetzen. Ja, also um noch mal zum Leben in Afrika zurückzukommen. Wie würde ich denn jetzt als Frau in Liberia leben, wenn ich oder in Kenia? Sie haben uns auch Bilder mitgebracht. Vielleicht könnten wir anhand dieser Fotos irgendwie... Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ein Bild von einer Frau mitgebracht habe. Nee, ich also glaube nicht, aber die Frau... Die Situation der Frau ist halt in Afrika noch sehr traditionell. Das heißt, Frauen sollen Kinder gebären. Sie sind dem Mann untertan. In manchen Regionen kann ein Mann auch mehrere Frauen haben. Wenn es das ist allerdings ein spezielles Bild. Das ist eine junge Mutter, wie man sieht, die in einem Gefängnis ist. Und wenn eine Frau verurteilt wird und sie hat keine Möglichkeit, das Kind anders unterzubringen, dann muss das Kind mit ins Gefängnis. Das ist in Äthiopien gemacht. Aber bleiben wir noch mal, das ist ja ein ganz wichtiges Thema, die Rolle der Frau. Wenn Kinder zur Schule gehen, werden immer noch die Jungs bevorteilt. Zuerst gehen Jungs zur Schule und nicht die Mädchen. Sie müssen zu Hause sein, sie müssen kochen, sie müssen der Mutter helfen. Sie sollen, wie gesagt, früh Kinder bekommen.
Also das ist noch sehr von Unterdrückungen ausgegangen. Wie alt sind denn die Mädchen das im Schnitt? Das kann schon sehr früh sein, 16, 17 Jahren, das auch manchmal noch jünger, dass junge Frauen schwanger werden. Und dann gibt es in verschiedenen Regionen in Afrika noch das Phänomen oder diese Misshandlung der Genitalverstümmelung. Das ist ja keine Beschneidung wie bei Männern, das ist eine Verstümmelung. Und es ist kein religiöser Kult, es ist ein kulturelles, eine kulturelle Gewohnheit. Im Prinzip ist es der Ausdruck einer patriarchalischen Macht, die sich auf die Frauen auswirkt. In Somalia sind 80% aller Frauen verstümmelt. Es gibt da verschiedene Formen der Verstümmelung, der Genitalbeschneidung. In Liberia, in dem Land, in dem ich war, sind das über 70%. Das heißt einmal, es muss noch mehr in den Ländern aufgeklärt werden, dass das eben nicht zur Frau sein gehört, sondern dass das ein Gewaltakt ist. Und es muss auch mehr verfolgt werden. Das ist übrigens auch bei vielen Frauen, die aus diesen Ländern zu uns nach Deutschland geflohen sind, ein tabuisiertes Thema. Mhm. Wir plädieren dafür, dass von Frau zu Frau das angesprochen wird. Und wir können hier Frauen auch eine medizinische Hilfe anbieten. Es gibt ja das bekannte Buch, die Wüstenblume, wo eine Betroffene, ein späteres Fotomodell, Naomi, schildert, wie sie das empfunden hat als Frau und wie lange sie gebraucht hat, um das wirklich als ein Gewaltakt zu sehen und nicht als etwas, was natürlich zur Entwicklung einer Frau dazugehört. Mhm. Also Frauen sind in Afrika noch sehr stark von dieser Unterdrückung, von dieser Gewalt, von dieser Ausgrenzung betroffen. Gibt es dort Organisationen, die sich für die Frauen dort einsetzen, also dass sie Hilfe erhalten können? Das gibt es schon in manchen Ländern. Es wird auch dann, zum Teil gibt es Gesetze, die verbieten, dass Frauen auch diese Verstümmelung erleiden müssen. Es gibt eine sehr gute deutsche Organisation, Solvodi heißt die, von Schwester Lea Ackermann gegründet, eine Ordensschwester mit Sitz in Rheinland-Pfalz, die sich sehr stark engagieren in Deutschland, aber gerade auch in Afrika gegen Prostitution. Dann, das ist auch noch, das ist ein Thema, das ich vergessen habe, dass sehr viele Frauen sexuelle Gewalt erleiden, dass sie in eine Form der Armutsprostitution hineingedrängt werden, dass sie quasi nur überleben können oder ihre Familie überleben kann, wenn sie sich prostituieren. Mhm. Und Solvodi macht dort eine ganz tolle Unterstützungsarbeit, Bildungsarbeit. Der beste Schutz für Frauen ist Bildung. Denn mit Bildung haben sie die Chance, einen Beruf zu erlernen und dann haben sie die Chance, ökonomisch unabhängig zu sein. Und da wird sehr viel gerade von dieser Organisation, mit dieser Organisation hatten wir auch in Mainz einen großen Kongress, da ging es um das Thema Prostitution weltweit. 90% der Frauen, die sich prostituierten, tun dies nicht freiwillig, sondern es hat mit Menschenhandel, mit Gewalt, mit Ausbeutung zu tun. Mhm. Ja, also da werde ich mit Sicherheit auch mal eine Sendung dazu machen, zu diesem Thema. Also und das wäre schön, wenn von Solvodi. Ja, die Schwester Lea Ackermann ist eine tolle Frau. Ja. Und sie ist jetzt schon über 80, aber sie ist immer noch so engagiert. Ich bewundere sie und sie kommt bestimmt hierher. Ja, wunderbar. Das würde mich sehr freuen. Und sicherlich auch unser Publikum. Mhm. Sagen Sie, haben es Männer einfacher in Afrika zu leben? Also auch wenn sie arm sind, würden Sie sagen, könnte man das so sagen? Ja, also natürlich ist das Leben generell nicht einfach. Und Männer sind immer noch in der Verantwortung, die Familie zu ernähren. Also sie haben da eine hohe Verantwortung. Aber man kann sich als Mann in Afrika dieser Verantwortung entziehen. Übrigens nicht nur in Afrika, das kann man auch in Deutschland. Ja, dass man eben nicht dann für das ökonomische Überleben der Familie, der Frau, der Kinder sorgt. Also insofern würde ich schon sagen, dass Männer es leichter haben. Männer bekommen auch, wie gesagt, eher
junge Männer, Kinder, Jungs eher die Möglichkeit, eine Schulausbildung zu machen als Frauen, als Mädchen. Und von daher sind sie privilegiert. Mhm. Aber Männer sind weltweit immer noch privilegiert. Mhm. Würden Sie sagen, dass es, Sie waren ja jetzt in verschiedenen Ländern. Sie waren in Kenia, in Äthiopien. Wir haben ja auch Fotos. Vielleicht können Sie zu den Fotos ein bisschen was sagen. Also hier haben wir erstmal die Afrika-Karte. Ja, das ist vielleicht auch Afrika. Viele wissen nicht, über 1 Milliarde Menschen leben in Afrika. Es ist der zweitgrößte Kontinent. Mhm. Und über 70% der Afrikaner sind jünger als 25 Jahre. Ja, also da ist auch ein unheimliches Potenzial. Und dieser Kontinent, die Bevölkerung wächst und explodiert. Es ist auch für Wirtschaftsunternehmen ein sehr interessantes Land, ja, weil dort sehr viel Entwicklung möglich ist, wenn man die Infrastruktur auch wirklich unterstützt in diesen Ländern und nicht alles nur exportiert, sondern wenn man wirklich auch in Afrika eine Verarbeitung der Rohstoffe ermöglicht, damit dann auch diese fertigen Produkte exportiert werden können nach Amerika, nach Europa. Ja, eben, damit das Also eben da ist viel Arbeitskraft und sehr viele junge, motivierte Menschen leben dort. Ja, das Bild, das stammt jetzt aus Äthiopien, Ostafrika, und zwar ist das ein Bild aus dem Knast. Wir waren dort. Ich war dort mit Prison Fellowship, das ist eine US-amerikanische Organisation, gegründet von einem Berater von Richard Nixon, der nach der Watergate-Affäre ins Gefängnis musste. Er wurde da verurteilt. Und diese Selbsterfahrung, im Gefängnis jetzt zu sein, als vorher doch zur Elite gehörig, hat ihn sensibilisiert, dass er diese Organisation gegründet hat, die weltweit in Gefängnisse geht, um dort eine Gesundheitsversorgung und auch andere Engagements in den Gefängnissen umzusetzen. Wir waren in verschiedenen Gefängnissen in Äthiopien und haben dort als Ärzte, Ärztinnen unsere Gesundheitsversorgung angeboten. Und das war sehr beeindruckend. Man hat das ja in dem Bild auch gesehen, da sind Schlafsäle, da sind 80 Menschen zusammen auf dichtestem Raum unter katastrophalen hygienischen Bedingungen. Da lebt derjenige, der einen Mord begangen hat, neben dem politisch Verfolgten und dem, der quasi ein Straßenverkehrsdelikt begangen hat, alle zusammen. Das ist schon was ganz anderes, als wir das hier kennen. Und eine Gesundheitsversorgung gibt es quasi überhaupt nicht in diesen Gefängnissen. Und die Menschen waren da sehr dankbar, dass wir das dann vorübergehend dort angeboten haben. Diese Arbeit von Prison Fellowship ist wirklich eine sehr wichtige. Das sind so die Ausgegrenzten von den Ausgegrenzten. Also das sind jetzt Menschen, die absolut keine Lobby haben in diesen Ländern. Und von daher noch stärker leiden. Und jeder Mensch, auch wenn er ein Verbrechen begangen hat, hat ein Recht auf diese Fürsorge. Mm. Ja. Ja, also diese Zahl Auge um Auge, ist leider immer noch in den Köpfen ziemlich weit verbreitet. Aber Sie haben meiner Meinung nach schon recht. Also jede Person soll eine zweite Chance oder auch dritte erhalten. Ja, natürlich. Weil sonst gibt es keine Entwicklung. Auch in diesen Menschen gibt es Entwicklungen und sie können entweder so oder so verlaufen, je nachdem, wie ich sie eben behandle auch. Ja, und jeder von uns macht auch Fehler. Ja, und das Fehlerhafte kann vielleicht sogar auch mal etwas sein, was juristisch relevant ist. Und dann muss man dafür einstehen, aber jemanden dann abzuschreiben, keine Chance zu geben, ihn noch mehr leiden zu lassen. Ich finde, das ist ja gerade die Qualität von unserer humanistisch-christlichen Werteordnung. Mhm. Und das ist eben dann auch gefragt, genau in den Momenten, wo es vielleicht nicht so einfach ist, weil man Gedanken hat, derjenige müsste aber jetzt doch noch mehr bestraft werden. Todesstrafe ist eben auch etwas, was nicht zu akzeptieren ist. Das darf einfach nicht sein. Sie haben ja auch erzählt, es gibt gerade bei Jugendlichen
so diese Flucht in die Droge. Sie haben, können Sie dazu unserem Publikum ein bisschen was sagen, was da so verbreitet ist? So? Ja, also ja, man sieht hier Flucht in die Droge resultierend aus der Lebenssituation vieler Kinder. Es gibt, in Kenia war ich da besonders aktiv, es gibt in Kenia über 300.000 Straßenkinder. Allein in Nairobi über 50.000. Die Kinder leben auf der Straße. Es gibt im Prinzip zwei Ursachen, dass Kinder auf die Straße gehen. Man nennt das Push- und Pull-Faktoren. Pull-Faktoren bedeutet, die Kinder gehen auf die Straße, weil sie dort freier leben können, Nahrung bekommen, in einer Peer-Group mit anderenartigen zusammen sind und sich da einen Vorteil erhoffen. Push-Faktoren, das ist das wesentlich wichtigere Element, ist, dass Kinder in ihren Familien misshandelt werden, geschlagen werden, missbraucht werden, dass die Familie nicht genügend zu essen hat, dass sie, und das ist in Afrika, gerade auch in Kenia, ein ganz großes Problem, dass quasi eine Generation, eine Elterngeneration ausgestorben ist, weil dort die HIV-Quote, die AIDS-Rate so hoch ist. Dann verlieren viele Kinder ihre Eltern. Dann werden diese Kinder zu dem Bruder, zu der Schwester von Vater und Mutter oder zu den Großeltern gebracht. Dann ist diese Familie schon von Armut extrem betroffen. Jetzt kommt noch ein Kind dazu. Das ist dann das Kind dritter Klasse. Und dann machen die Kinder leider die Erfahrung, dass sie nicht gewertschätzt, nicht geliebt werden. Im Gegenteil, dass sie zum Teil misshandelt werden und ausgegrenzt werden. Und dann laufen sie weg, dann sind sie auf der Straße. Und das Leben auf der Straße ist hart. Ja, sie müssen betteln, sie sind Gewalt ausgesetzt. Auch häufig, dass die Polizei oder dass Passanten diese Kinder schlagen, ja, weil sie vielleicht irgendeinen kleinen Diebstahl begehen, um etwas zu essen zu haben. Mundraub. Und dann kommt es nicht selten vor, dass wirklich auch auf öffentlichen Plätzen diese Kinder erschlagen werden und es kommt keine juristische Verfolgung. Und um all diesem Dilemma, ja, irgendwie aus diesem Dilemma zu fliehen, werden Drogen konsumiert. Weil man kein Geld hat, nimmt man die billigste Droge, und das ist Klebstoff, Aceton, in diesen Fläschchen, die man auch auf dem Bild gesehen hat. Das wird inhaliert oder mit einem Stab auf das Zahnfleisch appliziert. Und diese Droge hat einmal zur Folge, dass sie das Hungergefühl reduziert, dass sie auch etwas euphorisierend ist. Dass man also einfach aus dieser brutalen Realität sich etwas wegbeamen kann. Die Katastrophe ist, diese Substanzen sind neurotoxisch, greifen das Gehirn an. Wenn ein Kind das 3-4 Jahre konsumiert, dann wird es dement. Es ist auch Leber- und Nierentoxisch. Häufig kommt es zu massiven Leberschäden und Nierenschäden. Also das ist hochgefährlich, diese Droge, aber viele tun es, weil sie keine andere Chance haben. Also das ist schon eine extreme Form von Selbstzerstörung. Also Selbstmord geschuldet auf Raten, wenn man ja, so will. Ja, genau, Selbstmord auf Raten, aber geschuldet dieser Ausgrenzung, dieser Gewalt. Viele Kinder auf der Straße werden auch sexuell missbraucht. Ist das dann egal, ob Mädchen oder Junge? Richtig, es sind Mädchen und Jungs, ja, und werden eben da auch, ja, prostituieren sich, weil sie sich sonst nicht ernähren können, nicht überleben können. Das hat wieder zur Folge, dass viele HIV-positiv sind, an AIDS erkranken. Ja, und unter diesen Bedingungen ist das natürlich noch ein ganz großer lebensgefährlicher Faktor. Also da wird auch zu wenig getan. Wir haben ein Engagement in Kisumu, in der drittgrößten Stadt in Kenia am Viktoriasee. Dort unterstützen wir Uhuru, ja, für das Leben. Das ist eine kenianische Organisation, die sich für Straßenkinder einsetzt. Und wir sind so jedes Jahr, alle 2 Jahre vor Ort und arbeiten dann auch, ich bin meistens mit einer Krankenschwester und mit einer Physiotherapeutin, mit Heidi, die da sehr engagiert ist,
dort und wir untersuchen die Kids, wir gucken, was können wir machen zum Thema Ernährung. Ah, ja. Das ist jetzt so eine normale Untersuchungssituation von Kindern. Das ist ein Waisenhaus gewesen, wo wir die Kinder alle untersucht haben. Ja, sie hat viel Spaß gehabt, wir haben viel gelacht. Das ist halt auch eine wichtige Realität, dass die Menschen sehr lebensfroh und lebenslustig sind. Und der Way of Life, so, es gibt so ein schönes Sprichwort, das heißt, die Europäer haben die Uhren und die Afrikaner haben die Zeit. Also dort geht es immer etwas langsamer und ruhiger. Ja, Vorsicht, Termine werden nicht pünktlich eingehalten. Man ist da etwas relaxter, aber das können wir vielleicht auch lernen, dass wir zu sehr getaktet sind und kaum noch Zeit haben für ein Gespräch. Das ist in Afrika anders. Es gibt zum Beispiel in Kenia auch ein Verbot, Plastiktaschen einzuführen. Ja, das haben wir hier nicht. Da achtet man sehr darauf. Ach, guck mal an. In Kenia können Sie mit dem Handy sehr viel bezahlen. Das digitale Netz in manchen afrikanischen Ländern ist wesentlich besser als in Deutschland. Ja, also es ist nicht nur Defizitäres zu berichten über Afrika, sondern da ist auch eine große Kultur, in Teilen Wirtschaftsentwicklung, Kreativität, Fantasie. Also das ist auch immer sehr beeindruckend, das dort mitzubekommen. Ja, Sie haben uns netterweise so diese hübsche Karte mitgebracht. Ja, das heißt, Asante Sana, vielen Dank. Ja. Das erleben wir auch immer wieder, dass man sehr dankbar ist. Ich meine, man tut es nicht, um Dankbarkeit zu bekommen, aber in dieser ehrlichen Form der Dankbarkeit wird eine ganz bestimmte Form auch der Beziehung, die dadurch entsteht, offenbart und gezeigt. Ja, und das ist ein sehr authentisches Miteinander, ein sehr liebenswertes, von gegenseitigem Respekt geprägtes Miteinander. Und das hat mich auch immer wieder berührt in den Begegnungen in den vielen Ländern in Afrika. Also ich glaube, es ist sowieso was Besonderes. Ich meine, Sie haben einen besonderen Zugang zu Menschen, weil Sie kommen Ihnen ja besonders nah als Arzt. Und Sie beschäftigen sich ja sozusagen, weil Sie eben ein ganz besonderer Arzt sind, nicht nur mit dem Körper, also mit der Hand oder was weiß ich, und hören ab, sondern Sie hören ja auch den Menschen zu. Gibt es da eine Übersetzung, dass Sie, weil normalerweise muss man ja sagen, also Sie verstehen mich, wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, ich habe Halsweh, dann würden Sie mir in den Hals schauen. Wie passiert das denn, wenn Sie in Afrika sind? Wie geht denn das da? Die Dolmetscher sind unheimlich wichtig. Meistens werden die Landessprachen, ich glaube, es gibt 3000 verschiedene Dialekte in Afrika und Sprachen, afrikanische Sprachen, das kann man natürlich nicht leisten. Aber Englisch ist eine Sprache in manchen Ländern in Afrika. Französisch, je nachdem, welche Kolonialmacht dort war. Französisch, Englisch, Portugiesisch, Belgisch, ja, Deutschland, ja auch zum Teil Namibia war ja auch eine deutsche Kolonie. Also Englisch ist so die Sprache, in die übersetzt wird. Aber Sie haben schon recht. Es wäre schon schön, wenn man Menschen in ihrer Muttersprache verstehen würde. Weil das ist noch ein ganz anderes Miteinander kommunizieren. Das kennen wir ja auch, die Nuancen manchmal in der Sprache, die Sie bei einer Übersetzung gar nicht mitbekommen. Oder auch Ich sage immer auch meinen Studenten, auch um die Menschen hier aus anderen Kulturkreisen besser verstehen zu können, ist es wichtig, auch Metaphern zu verstehen. Als Beispiel, wenn wir Liebeskummer haben, emotional betroffen sind, dann sagen wir, ich habe Herzschmerzen. Ja, wenn ein Mensch aus dem arabischen Kontext, aus Iran, Türkei, Syrien, dieses Leid verspürt, würde er sagen, ich habe eine zerstückelte Leber. Ja, weil das Leber das Organ der Emotionalität ist. Ach, guck. Ja, und wenn wir jetzt nach Afrika gehen, wir hatten die Begegnung in einem Gefängnis mit einem jungen Inhaftierten. Er hat uns dann erzählt, er hätte mit Limonen nach einer jungen Frau geworfen. Und dann haben wir gesagt, wie mit Limonen auf eine junge
Da hat er gesagt, ja, nee, ich war verliebt in diese junge Frau. Das ist eine Metapher für verliebt zu sein. Und dann haben wir gesagt, ja, bei uns heißt das, ich habe ein Auge auf eine Frau geworfen. Und dann hat er gesagt, ja, was, ihr werft ein Auge auf eine Frau? Also da kann es zu vielen Missverständnissen kommen, wenn ich diese Feinheit, diese Metaphern, diese kulturellen Spezifitäten nicht kenne. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, sich eben auch damit auseinanderzusetzen. Ja, also ich weiß nicht, ob Sie die Sendung, wahrscheinlich kennen Sie sie auch, weil wir ungefähr gleich alt sind. Enterprise hat diesen Translator. Ja, ja. Und da sind ja verschiedene Spezies sogar. Ja, die, und da gibt es überhaupt nie Sprachschwierigkeiten. Vielleicht gibt es mal so einen Translator. Das wär vielleicht wirklich ein tolles Teil. Ja. Sagen Sie, das würde ich gerne noch wissen, wenn Kinder auf der Straße leben, werden sie dann von den jeweiligen Armeen auch gekascht, also als Kindersoldaten? Oder wo kriegen die denn ihre, wie kriegen die denn, also ein Kind, ich kann mir es kaum vorstellen und ehrlich gesagt, mir wird da richtig das Herz schwer, weil ich finde es schon für Männer schrecklich, wenn sie andere töten sollen und auch jetzt auch noch für Frauen auch. Aber für Kinder finde ich das noch gruseliger. Wie rekrutieren die denn? Wie machen die das? Ja, also Afrika, sagt man, gibt es wahrscheinlich über 300.000 Kindersoldaten momentan. Es gibt eine interessante Studie und eine bedrückende Studie. Man hat mal von dem UN-Generalsekretär, ein Mitarbeiter, hat man analysiert im Jahr 1990 bis 2000 das Phänomen Kindersoldaten in Afrika. Man konnte herausbekommen, dass ungefähr 2 Millionen Kindersoldaten gestorben sind. 6 Millionen wurden verletzt und sind Invalide. Und über 10 Millionen haben massive psychische Traumata. Also das ist eine Dimension, die wir uns kaum vorstellen. Kindersoldat ist der, der unter 15 Jahren ist und dann zu feindseligen Handlungen mit herangezogen wird. Mhm. Die Rekrutierung erfolgt häufig mit Gewalt. Dann Straßenkinder, Kinder in extremer Armut, dass diese Kinder dann halt in dieser Gemeinschaft etwas zu essen zu bekommen, dass Kinder auch häufig Opfer waren und dann etwas, weil die Eltern getötet wurden, quasi Rache nehmen wollen. Also, dass sie sich sozusagen freiwillig melden. So ja, also Sinn. Mehr oder... Also, ja. Also man tut sie schon instrumentalisieren. Mhm. Und natürlich sind Kinder eher manipulierbar als Erwachsene. Ja, aber es hat wirklich wieder sehr viel mit Manipulation, mit Ausbeutung, mit Armut, mit extremer Armut zu tun. Das ist ein Kriegsverbrechen, Kindersoldaten in Armeen zu benutzen und kämpfen zu lassen. Das war übrigens einer der ersten Prozesse, auch vor dem Internationalen Gerichtshof, zu diesem Thema. Ich glaube, aus dem Kongo, ich weiß jetzt nicht mehr, wer dieser Politiker war, wo nachweislich sehr viele Kinder ganz offiziell als Soldaten rekrutiert wurden. Er wurde verurteilt als ein Kriegsverbrecher. Also das ist wirklich eine Katastrophe, die wir hier auch noch mehr diskutieren müssen und das natürlich auch noch mehr in die als Mitverantwortliche, Waffenexporte, darüber haben wir jetzt schon gesprochen, in diese Länder hineingeben müssen. Auch als Forderung, wenn es um Entwicklungshilfe geht, dass wir fordern, dass das verboten wird, dass das auch gerichtlich verfolgt wird. Es könnte eine Abgabe für diese ganzen Industriezweige, die sich eben mit Rüstung, die müssen halt ein bestimmtes prozentualen Anteil in einen Topf geben. Zur Prävention, dass Kinder eben nicht... Und vor allen Dingen auch, wenn diese Kinder schon missbraucht wurden. Und es ist nun mal, wie Sie sagen, ein Kriegsverbrechen. Auf jeden Fall ist es ein Menschheitsverbrechen, dass man sagt, ihr bezahlt auch für dieses unselige Leid, was ihr diesen Menschen antut. Und ich frage mich, gibt es, wenn ein Kind als Kindersoldat seinen Dienst erledigt hat und ist vielleicht gar verstümmelt,
Gibt es dann Hilfsorganisationen in allen afrikanischen Ländern, wo solche Kinder missbraucht werden oder Kinder? Es gibt es schon, aber nicht ausreichend. Ja? Also es gibt es schon bestimmte Child Care Organisationen, die Kinder aufnehmen, die Kinder versorgen und betreuen. Aber das ist natürlich eine Dimension, die ungeheuerlich ist. Man muss sich das immer noch mal vergegenwärtigen, wie wichtig aber solche Angebote sind. Es gibt verschiedene Traumaformen. Es gibt die primäre Traumatisierung, das heißt, ich bin selbst Betroffener. Ich werde angeschossen, ich schieße auf jemand oder auch ich werde vergewaltigt. Ja, das ist ein primäres Trauma. Sekundär, ich beobachte das, wie einem anderen Menschen das passiert. Und jetzt gibt es aber eine Form, die wir zu wenig im Fokus haben, das ist die tertiäre Traumatisierung. Die tritt dann ein, wenn ein Mensch mit seinem primären oder sekundären Trauma nicht die Chance hat, über dieses Trauma zu erzählen. Wenn man ihm nicht zuhört, wenn man nicht ein Ambiente der empathischen, respektvollen Kommunikation schafft. Das muss jetzt keine Psychotherapie sein, aber es muss die Möglichkeit sein, dass ich über das Erlebte erzähle. Wenn das nicht stattfindet, dann ist das diese dritte Form der Traumatisierung. Und das Interessante und Tragische ist, dass diese dritte Form der Traumatisierung gravierender ist als die primäre. Mhm. Dann kommt es zu einer Chronifizierung des Traumas, zu Flashbacks, zu gravierenden psychischen und physischen Folgen. Ja, in meinem Buch Gratwanderung als Arzt in 5 Kontinenten, da beschreibe ich das auch dieses Phänomen. Mhm. Und ich denke gerade wieder, um auf uns zurückzukommen hier in Deutschland, für viele Menschen, die zu uns geflohen sind, waren die Erlebnisse in ihrer Heimat, ob das jetzt aus Syrien oder aus Somalia in Afrika, wo auch immer ist. Und sie haben so viel Traumata erlebt. Und deshalb müssen wir hier noch mehr in Deutschland auch Angebote machen für die Menschen, dass sie über das Erlebte erzählen können. Mhm. Ja, und das geschieht auch noch zu wenig. Denn es ist ja dann nicht nur ein Unterlassen von Hilfe, sondern es ist ein aktiver Prozess. Das heißt, wir traumatisieren die Menschen noch einmal, wenn wir nicht hier so mit ihnen umgehen. Ob in Afrika oder hier mit traumatisierten Menschen. Mhm. Das ist was ganz Wichtiges, was absolut zu kurz kommt. Mhm. Und ein Trauma könnte ich mir vorstellen, also dieses sogenannte Landgrabbing, also dieser Raub des Landes, des Grund und Bodens, wo die Schäferinnen und Schäfer ihre Ziegen weiden lassen. Wenn ein Konzern meint, er könnte so und so viele Kilometer, Hektar, ach, was weiß ich, wie viele Tausende von Hektar kaufen. Auch das würde ja durchaus ein Trauma darstellen. Ne? Also Verlust der Heimat ist ja durchaus ein Trauma. Die Menschen kriegen ihre Existenzgrundlage gestohlen. Ja? Also da ist ja jetzt mehr Indien und China, die großen Player, die ganze Land, große Ländereien pachten und dort ihren Reis anbauen und damit wieder die Grundlage für den kleinen Bauer, Farmer entziehen dort, der versucht selbst auf dem Land, das er hat, etwas anzubauen. Mhm. Also immer wieder sind es andere Länder, die in Afrika Boden, Rohstoffe ausbeuten, die Menschen eben nicht in die Lage zu versetzen, selbst für ihr Leben zu sorgen, weil sie ihnen die Grundlagen entziehen. Immer noch ist unsere Entwicklungshilfe, wie das so schön, es gibt ja dieses indianische Sprichwort, gib einem Menschen einen Fisch und dann hat er heute was zu essen, lehre ihn zu angeln und dann hat er immer etwas zu essen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass gerade unsere Entwicklungshilfe immer noch des Fisches ist und nicht, dass wir die Menschen in die Lage versetzen, selbst für ihre existenzielle Absicherung zu sorgen. Naja, gerade Somalia, also das habe ich in einem Filmbeitrag mal im Fernsehen gesehen, da werden diese riesigen
Fabrikfischereien, ja. Da fischen diesen Fischern aus Somalia alles weg. Also das heißt, selbst eine Angel könnte diesen Menschen noch nicht mal mehr helfen. Da haben Sie recht. Also ich weiß es jetzt, das ist jetzt Somalia, Ostafrika. Ich weiß es von Westafrika, von Gambia, Senegal, diese Küste. Dort sind es sehr viele norwegische Schiff-Trawler, die alles, die Fischbestände quasi alle abfischen für Europa. Und im Prinzip der kleine gambianische oder Senegalese, der Fischer, der muss so weit ins Meer hinaus schippern, um wieder Fische zu bekommen, weil die Fischbestände landnah sind alle schon von den europäischen großen Schiffen, die ja Fabriken darstellen. Ja, aber die sind, alles gemacht ja, mit dem Fisch. Sind sie auch wieder die Europäer, gerade was die Fischerei angeht, wo wir ihnen auch wieder die Grundlage nehmen. Und da haben Sie recht, da wird noch nicht mal eine Angel mehr helfen. Ja, 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 also ja. Sagen Sie, was können denn die europäischen Regierungen, jeder einzelne Staat, wenn ich jetzt Frau Merkel heißen würde und Sie würden mir jetzt sagen, wie ich das besser für unser Land mache, was würden Sie mir denn da sagen? Sie hat ja jetzt auch wieder, sie betont ja immer, dass man sich für Afrika stark macht und Deutschland ist auch eines der Länder, die da zum Teil gute Arbeit leistet, was Bildung angeht. Also ich möchte das jetzt gar nicht nur negativ sehen. Also entscheidend ist wirklich einmal in die Jugend zu investieren und das bedeutet Bildung, dass Jungs und Mädchen eine Schule besuchen können, dass sie eine Ausbildung bekommen. Das ist ja die Basis. Natürlich müssen wir noch mehr die Versorgungsinfrastruktur verbessern, Gesundheitsversorgung. Ja, da müssen wir auch noch mehr einheimische Ausbildungszentren, Universitäten mit unterstützen, dass da entsprechendes Wissen vor Ort ausgebildet wird. Entscheidend ist natürlich die Wirtschaft. Ja, wir dürfen nicht unsere Interessen so überstülpen. Wir müssen eben da flexibel sein und liberal sein und eben auch die Produkte mehr aus Afrika importieren und kaufen. Aber das geht nur, wenn Sie in dieser Wirtschaftskonkurrenz halt dann auch Angebote machen können, die auf dem freien Welthandel sinnvoll, also Chancen haben, gekauft zu werden. Und das bedeutet eben, dass nicht die Rohstoffe immer exportiert werden, sondern dass dort vor Ort das Endprodukt produziert wird und dann verkauft werden kann. Also fairer Handel, nicht Entwicklungshilfe, die mehr deutsche Firmen unterstützt, die dort dann wieder was produzieren. Das ist ja häufig so. Also ja. Diese sogenannten Public-Private Partnership wird ja sehr häufig gemacht. Ja. Also das ist nicht nur in Deutschland und problematisch, sondern auch gerade dort. Und wir alle, wir müssen einfach bei dem Kauf von Produkten darauf achten, Fair Trade, woher kommt das Produkt? Ja, das kostet dann vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr, aber viele von uns sind ja schon privilegiert und haben die finanziellen Ressourcen, dann sollte man diese Produkte kaufen. Ja. Und das muss ich auch selbstkritisch sagen, da lerne ich gerade von meinem ältesten Sohn, der dann auch bei der Kleidung immer darauf achtet, wo er sie kauft. Mhm. Ich achte da nicht immer drauf. Und ich glaube, da müssen wir bewusster handeln. Ja? Und da haben wir eine Chance, weil wir dann bestimmen, welche Produkte hier konsumiert werden. Ja? Und da kann jeder etwas dafür tun. Ja. Also ich glaube, dass jetzt gerade die Jugend, Good Friday for Futures, also ich sehe das so ein bisschen mit zwei unterschiedlichen Augen. Ich freue mich riesig, dass sich die Jugend politisiert. Das war über lange Zeit war das nicht so. Also ich als jüngerer Mensch hab zumindest mal erlebt, dass sich so die 20-Jährigen politisiert haben. Jetzt sind es die unter 20-Jährigen im Wesentlichen, die sich politisieren. Und das kann nie verkehrt sein. Also ich denke, es ist wichtig, dass sich jede und jeder sozusagen in das Getümmel wirft und selbst zu Erkenntnissen kommt.
Und da glaube ich auch, dass sich da was tut, weil zum Beispiel Jugendliche, viele Jugendliche wollen schon, zum Beispiel schon gar keinen Führerschein mehr haben oder kein eigenes Auto mehr fahren. Also das erlebe ich schon an meiner Tochter und die ist schon über 30. Also da findet ein Prozess der Wandlung statt. Ja. Und das würde mich jetzt interessieren, glauben Sie, dass durch unsere neue Jugend, könnten Sie sich vorstellen, ich meine, die werden ja auch mal älter und kriegen dann logischerweise auch mal Verantwortung. Könnte das der Schlüssel für eine humanere Welt sein? Ja, warum nicht? Also das ist die einzige Möglichkeit. Also wir müssen schon selbst unsere Welt humaner gestalten. Wir alle, klar, wir Menschen. Ja, egal wie alt wir sind. Egal wie alt. Die Jugend, das macht wirklich, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, Hoffnung klingt jetzt fast schon wieder so arrogant. Das macht Hoffnung. Das ist ja wirklich eine unheimlich faszinierende Bewegung, für Ökologie so vehement einzustehen. Übrigens nicht nur da. Es gibt ja auch diese Seebrückenbewegung, wo viele junge Erwachsene und Jugendliche für die Rettung von Menschen im Mittelmeer sich engagieren, dass Kommunen sich als sichere Häfen deklarieren. Wir haben in Mainz eine ganz tolle Gruppe von Rescue Ship, wo sehr viele junge Menschen ganz aktiv dort sich engagieren. Ich würde mir wünschen, dass dieses Bewusstsein, diese Verantwortung sich noch auf andere Bereiche, gerade auch zum Thema soziale Gerechtigkeit und Armut, dass da auch noch ein größeres Bewusstsein entsteht. Aber ich sehe das wirklich sehr, sehr positiv, dieses politisch Agieren von jungen Menschen. Ich habe studiert soziale Arbeit von 75 bis 79. Das war die Zeit der Roten Armee-Fraktion des Herbstes in Deutschland, wo viele Terroristen etwas kritisiert haben, was wirklich richtig war. Unsere fehlende Entnazifizierung nach dem Nationalsozialismus, unsere Kooperation mit totalitären Staaten. Aber es waren absolut falsche Wege. Ja, ich kann nicht Menschen töten, um irgendwelche politischen Vorstellungen zu realisieren. Was ich sagen will, wir haben damals an der Hochschule nur über Politik diskutiert. Dann kam eine lange Phase, und das habe ich jetzt, ich bin seit 20 Jahren an Hochschulen tätig, habe ich das Gefühl, Politik spielt gar nicht mehr so eine große Rolle. Ja, gerade auch, ich bilde ja Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter aus, sehr stark individuell bezogen, Einzelfallhilfe. Und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die Strukturen, die wurden gar nicht hinterfragt. Und jetzt erlebe ich, dass das wieder zunimmt. Und das ist wichtig. Ja, ich muss dem einzelnen Menschen, der in Not geraten ist, helfen. Aber ich muss auch analysieren, warum ist er in Not geraten. Und wenn das Strukturen sind, gesellschaftliche Strukturen, dann muss ich die verändern, ja, genau, um nachhaltig etwas zu verändern, damit jemand gar nicht mehr ausgegrenzt ist. Also wir, natürlich können wir persönlich, wie Sie ja schon sagten, selbst etwas tun beim Kaufen und der Produkte. Aber es sind auch die Verantwortlichen in den jeweiligen Stellen und Hebeln, die diese Welt verändern können. Und vielleicht schauen die sogar diese Sendung. Herr Professor Trabert, ich danke Ihnen sehr für dieses wirklich großartige Gespräch. Ja, und ich hoffe sehr, dass die Verantwortlichen dieser Erde, wo sie auch immer sind, ob mit oder ohne Translator, dass sie das hören und dass sie sich das zu Herzen gehen lassen. Weil ich glaube wirklich, wir alle Menschen und der ganze Planet hat es verdient, dass wir eine bessere Politik kriegen und einfach ein schöneres Leben, weil die Erde ist schön. Ja, und wir müssen, glaube ich, alle noch lauter sein und noch mehr auf die Straßen gehen, damit die politisch Verantwortlichen vielleicht noch mehr erkennen, was wir wünschen und was momentan falsch läuft. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Herzlichen Dank, liebes Publikum, für Ihre Aufmerksamkeit. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Ich wünsche Ihnen und allen eine wirklich friedliche und schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Gesellschaftsbarometer.